Dieser Raum. Mensch. Das ist nicht unbedingt gerade mein Lieblingsraum. So oder so rauf, dann ist er nicht so schlimm. Wow. Auch gut. Der. Sterbt allesamt. So, das hat jetzt geholfen. Also Antigraf ist ausgebildet, nehme ich doch verwirren. Das hier ersetzen wir durch Schlaf. Und jetzt geht's mal nach oben. Den sollst du anvisieren. Ah, nochmal. Lass mich doch endlich in Ruhe. Tacke und Ableger gestiegen. Sieht man gerne. Endlich kaputt. So, kann es jetzt endlich weitergehen. Metzger Stufe 2.
Mensch, geh endlich kaputt. Meine Güte. Ich will einfach nicht kaputt gehen. Ja, dann geht's halt nicht kaputt. So, Fallmagnetstufe 4. Geht nicht. Okay. Ich habe ein Tönchen gesehen irgendwo. Sticker. Yay. Feuerschlag Stufe 3. Geht doch. Öffnen sollst du sie. Prisma-Regen. Also, was kommt neu dazu? Puh, was nehmen wir hier am besten? Vitra. Nochmal Vitra. Wegen Luftstarkarte zum Beispiel. Und dann der Prisma-Regen. So. Jetzt müssen wir das wieder aktivieren, weil sonst kommen wir nicht nach oben.
Also rein da. It's time to give up. Then I will fix abnormality. And ridiculous behavior stops. Hold it right there. Dr. Jumba, experiment 626. I've been authorized to take you into custody. So it really does belong to you. Where have you seen that shape? His copy he made of good luck charm that boy Terra showed to him. Terra said friend gave him charm, was very protective of it. He really said that to you? Yes. Then you're still all right, Terra. And now, because of Terra and his little bauble, my genius creation is hesitating in his genetically programmed destructive instincts. Just look at him! What are you doing? Our orders are to capture them alive. I've decided to take a new approach. All right, you two. Any last words before I blast you into a million pieces? Lala Patrugel! I'm just Big Bone! Freeze! Stop it! I warned you, stay out of it! I guess we have to do this the hard way. Oh, gut, dann muss ich halt gegen den Gantul, einem Riesen, antreten. Also gefühlten Riesen. Wie groß er genau ist, kann ich nicht sagen, aber zumindest. Besiege Gantu, sobald Experiment 626 Uhr beginnen wird, wirf es auf den Feind. Mich nicht mal heilen. I'm not done with you yet. Enough! I observed everything on the monitor. I can explain. You've been of great service, Aqua. Thank you. Captain Gantu, escort 626 to the asteroid to which he's been banished. When you return, you're back on patrol. Not patrol. Please, Your Highness, would you consider sparing Experiment 626? Spare him? He's an extremely dangerous creature. I cannot release such a menace. But it seems to me he's at least trying to make friends. And dangerous or not, I really believe he can succeed. Very well, Aqua. If he behaves himself, I will consider shortening his exile. Thank you, ma'am. I
like the charm you made. Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua. My friends are Terra and Ventus. Aqua. Terra. Du kannst jetzt zu Experiment 626 einen Dimensionslink herstellen. Gut, gut, gut. Hyperantrieb, ein Schlüsselschwert mit relativ hoher Reichweite und ausgeglichenen Attacken und Magiewerten. Sehr gut. So langsam geht's voran. Jetzt kommt das Nimmerland. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass so viele Leute sagen, dass die Erde flach sei. Wie blöd sind die eigentlich? Ich meine, ja gut, hier sind die Welten ja schon zum Teil flach, aber... Die Erde ist nicht flach. Wer kommt auf den Scheiß? Over there! I'm gonna be the leader! Oh. We're so close! Too bad, man. Tough break. But hey! No buts. You know the rules. The first one to find and claim the treasure map gets to be the leader. And that's you. Leader? Of the expedition. We're going on a treasure hunt. And that's our map you got. What do you mean? I never said girls can't be part of the gang. Come on, Tink. The more the merrier. I'm sorry, but I have something else I need to take care of. Here, you keep it. Too bad. But rules are rules. I guess we'll just have to call off the treasure hunt. No! All right, you win. I'll join you for one expedition. Oh. Whoopee! As far as I can tell, we're here. And this mark here is where we'll find the treasure. Enough pointing. Come on, let's go! Wait a second. We still don't even know our leader's name. I'm Peter Pan. The jealous one over here is Tinkerbell. And you are? Aqua. So you're Aqua. Huh? Now, first up, Mermaid Lagoon. Oh, okay. Ich setze ja voraus, dass ihr eigentlich die Disney-Geschichten kennt, aber falls ihr euch fragt, warum Peter Pan einfach nicht nicht jünger ist als sonst, im Nimmerland altert man nicht. Von daher... Ist eigentlich lustig, also ich stelle mir das lustig vor, nicht zu altern. Und vor allem, wenn man dann jeden Tag spielen könnte, das wäre doch was Feines, das wäre lustig. Glaube ich. Wow, jetzt... Zur Ausnahme finden wir gleich als erstes mal die Schatzkarte. Schatzkarte haben wir jetzt. Umgebungskarte. So.
Megatron. Ich denke, wir speichern mal wieder das. Habe ich zwar erst gerade von einer halben Stunde, aber wie gesagt, muss nicht, kann, wird nicht schaden. Und schadet auch nicht. Gut, also. Wo können wir hin? Wir können auch hier hin. Okay, dann ist klar. Dann geht's nur einen Ort, in dem man hin kann. Gehen wir eben hier. Ja, ich hätte vielleicht noch das Schwert wechseln sollen. Gar nichts gebracht. Ja. Lässt sich nicht betäuben. Okay. Oh cool, Angriffskraft. So. Das ging jetzt schnell. Oh shit. Ah, egal. Nicht so wichtig. Der scheint gegen Magie gar nicht anfällig zu sein. Das ist noch mal. Finden wir sicher noch was. Ach ja, das König hätte ich noch holen können. Elixier. Minenfeld. Minenfeld ist gut. Aber damit ich Vitalität erlernen kann, nehme ich am besten noch mal 4x Feuer. Also, 4x Feuer habe ich da. Und noch etwas nehme ich bei mir auf. Das Minenfeld. Kann ich jetzt schon irgendwas fusionieren? Feuerschlag und... was? Aurora. Dann nehmen wir einen Kraftkristall und wir erhalten Luftstaccato mit Abschlussmeister drin. Ansonsten kann ich momentan doch Antigrafen verwirren. Dann nehmen wir mal einen Zykluskristall. Wir halten Glückspilz und verdunkeln. Ich
Hyperantrieb ist gut. Steigert auch die Magie deutlich. Geschichte tiefe Weltraum. Dann der Spielstatistik. Mir so verblieben. Charaktere im tiefen Weltraum. Aha. Unversierte. Ist auch ein neuer dazu gekommen. Schatzliste. Habe ich im tiefen Weltraum noch lange nicht alle. Weil ich halt einfach einen Raum nicht betreten konnte im Moment. In Immerlands gibt es nicht so viele Schatztruhen. Anderen Malen habe ich das Gefühl. Infostick kann ich jetzt noch verwenden. Und Stoppbarriere erhalten. Aber dafür gibt es drei Krönchen, drei Puzzleteile, die man hier holen kann. Stoppbarriere. Komm. Eigentlich nicht. Also, dann hätten wir mal alles. Dann kann ich jetzt noch mal versuchen, das Krönchen zu holen. Krass, jetzt habe ich wieder deutlich weniger Angriff. Das ist krass. Aber dafür ist die Magie deutlich gestiegen. Gar nichts. So wenig. Sagen wir so, wenig. Eisgar und Feuer spielen sehr gut. Noch am Leben. Hat nichts gebracht, schade. Gibt es halt. Dahin. Geht doch.